Auch die Reutlinger CDU hat jetzt ganz offiziell den Kampf um die Macht im Land eingeläutet. In weniger als 3 Monaten sind Landtagswahlen. Und die Umfragen sagen ein knappes Rennen im Kampf um eine Ablösung von Grün-Rot in Stuttgart voraus. Da zählt jedes Mandat. Zur Auftaktveranstaltung für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen, den seit 2001 Karl Wilhelm Röhm vertritt, ist es diesem gelungen, ein politisches Urgestein zu gewinnen. Als Gastredner und Werber für CDU-Stimmen in Engstingen zu Besuch, der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident und jetzige EU-Kommissar Günther Oettinger. Dieser warnte vor einem Scheitern Deutschlands in der Flüchtlingspolitik und vor zu großer Siegesgewissheit. Er ist ein politisches Urgestein und er hat sich von Brüssel aus in den letzten Wochen vor allem durch Kritik an der deutschen Flüchtlingspolitik hervorgetan. Die Magnetwirkung Deutschlands müsse verringert werden, hohe Asylbewerberleistungen abgebaut, wegen Terrorgefahr eine lückenlose Registrierung gesichert werden. Und auch eine Asylrechtsänderung sowie deutlich geringere europäische Aufnahme- und Verteilungskontingente dürften kein Tabu sein. Positionen gegen die offizielle Linie seiner Partei, die Oettinger Kritik von SPD und Grünen einbrachte. In Engstingen übte Oettinger jetzt aber auch Kritik an der unterbleibenden Finanzierung der Flüchtlingslager durch die UN und die europäischen Staaten. Würden wir gemeinsam als Europäer Geld in die Hand nehmen, das uns die Mitgliedstaaten geben müssen aus ihren Etats, dann könnten wir Wasser, Hygiene, Nahrung, Helligkeit, Sicherheit, Wärme und etwas Bildung für die Kinder der Flüchtlinge aus Syrien, Irak in ihrer Heimatregion organisieren. Investitionen in die dortigen Regionen zu Oettinger rechneten sich letztlich für beide Seiten. In Europa ließe die auf Dauer nicht zu verkraftende Menge an Flüchtenden nach und dort gingen nicht die stärksten und gesündesten verloren. Bei uns, denn ein zweites und ein drittes Jahr mit 1 Million registriert und ein paar andere unregistriert, wird für die Integration in Deutschland nicht mehr machbar sein. Unsere europäischen Nachbarn sind beeindruckt und verwundert zugleich, machen ihre Grenzen wieder dicht. Die jüngsten Ereignisse in der Silvesternacht zu Oettinger, als aus einer rund 1000-köpfigen, aggressiv gestimmten Gruppe heraus sexueller Missbrauch, Nötigungen und Raube begangen wurden, seien hier ein mahnendes Zeichen. Die Integrationsleistung und die Sicherheitsaufgabe ist dann machbar, wenn die Zahl derer, die man integrieren muss, in die Nachbarschaft, in den Arbeitsmarkt, in der Schule, letztendlich die Kräfte von Behörden und vom Ehrenamt, das lobenswert ist, das großartig ist, fordert, aber nicht überfordert. Und wir sind nahe dran, dass aus großartiger Integrationsleistung Überforderung werden kann. Oettinger forderte mit einem eindringlichen Appell in einer sich globalisierenden Welt zur Bewahrung der Einheit Europas auf. Gerade auch aus Deutschlands ureigenstem Interesse werde sich der Einfluss auf die Welt von morgen nur so sichern lassen. Und deswegen, für die großen Aufgaben, brauchen wir die Europäische Union oder Europa wird ein Wurmfortsatz von Ministaaten westlich von Asien. Der deutsche Einfluss in Europa hänge wiederum von einer vorausschauenden Politik im Inneren ab. Und hier spiele auch die Politik im Hightech-Land Baden-Württemberg eine herausgehobene Rolle. Oettinger warnte seine Partei ausdrücklich vor zu großer Siegesgewissheit. Wenn ein paar Christdemokraten nicht wählen gehen, wenn ein paar die AfD wählt und wenn ein paar die FDP wieder beatmet, haben wir am Ende eine Lage, dass die CDU auf dem Trockendock hockt, neben ihr die AfD und die Ampel kommt. Der Wähler aber werde im Fall eines erneuten Kretschmann-Sieges keine Garantie auf einen von vielen als verlässlich und ausgleichend geschätzten Ministerpräsidenten haben. Der ist angesehen, macht wenig und deswegen auch wenig falsch. Aber die werden ihn nach 2, 3 Jahren wirklich bitten, in den Ruhestand zu gehen. Und dann kann man prüfen, die Frau Bauer, der Untersteller, der Özdemir, kommt zwar Bad Ura, aber der wird nicht besser. Da geht nicht, der Kurs nur nach links. Und dann fangen wir es richtig an. Oettinger rief seine Partei für die kommenden Monate zum Kampf um jede Stimme auf.
Im Anschluss warnte der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Herchingen-Münsingen, Karl-Wilhelm Röhm, die Wähler davor, dass sich hinter der Leuchtturmfigur Kretschmann eine Politik mit ganz anderem Gesicht verberge.